Vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die freundlichen Worte, die lobenden Worte, sie waren angemessen. Vielen Dank. Grüne waren früher Ostermarschierer, heute träumen sie von Militärparaden. Wenn die Grünen früher von Leos geredet haben, dann haben sie von Artenschutz in Afrika gesprochen und nicht von Panzern in der Ukraine. Das Staatsbürgerschaftsrecht ist nicht wie die Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Yogagruppe. Wer Deutscher werden will, der muss auch Deutsch sprechen können und Deutsch sprechen wollen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen sagen wir ganz klar, verlängert die Kernenergie, solange die Krise dauert und wir durchkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer glaubt, einen Kindergeburtstag mit Blumenkohl zu Erfolg zu führen, der hat Kindererziehung nicht verstanden. Das nimmt langsam Formen an, die ich so nicht akzeptieren kann. Ja? Die Hausgrille, der Getreideschimmelkäfer, meine Damen und Herren, sollen äußerst schmackhaft sein. Ich weiß noch, dass ich gekämpft habe um das Thema Rettet die Bienen. Jetzt heißt es Futter die Käfer, liebe Freundinnen und Freunde. Ja? Zeigen Sie mir eine Nation der Welt, die so schlau ist, dass sie ständig gegen ihr wichtigstes Wirtschaftsgut vorgeht, wo Tausende von Arbeitsplätzen dranhängen. Ich sage Ihnen, wir brauchen das Auto eine Zeit, wir wollen das Auto, wir wollen neue Autos haben, aber wir möchten, dass dieser ideologische Kampf gegen das Auto von den Grünen endlich eingestellt wird. Und wer sich weigert, die öffentliche Ordnung zu akzeptieren, muss jedenfalls in Bayern mit der Konsequenz des Rechtsstaates rechnen. Ja, hast du recht, Markus, ja, Miss Wind. Danke, 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 liebes Bayern, für diese milde Gabe. Ja? Ich sag's mal so. Bayerisches Geld ist am besten in der Oberpfalz aufgehoben und nicht in Berlin, liebe Freundinnen und Freunde, oder? Und es ist meine persönliche und auch die Auffassung der bayerischen Staatsregierung. Wobei ich meistens schon schaffe, meine persönliche Meinung auch mehrheitsfähig zu machen in der Staatsregierung. Das gebe ich zu. Ich sag's für Bayern, ich sag's für mich persönlich und ich sag's für die CSU. Wir wollen keine Freigabe von Drogen. Ich bin vollends dagegen, dass in Schule und Hochschulen und im öffentlichen Dienst dieses Gendern durchgesetzt werden muss. Und wenn die Grünen es auch wollen und sich auf den Kopf stellen, wir werden keine Pflicht zum Gendern in Bayern machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So ein Krampf. Im Fernsehen sprach man letztens von Samenspenderinnen. Geht es? Weiß nicht. Ja? Statt Muttermilch heißt es künftig Elternmilch. Auch das war mir völlig neu, dass das völlig neue Perspektiven, dass das geht, ja? Die Spinnerei geht weiter. Aber mich stört, dass bei uns im Land eine Verbotsdiskussion geführt wird, wenn die Leute ein Lied singen, ob das Laila, ob das Skandal im Sperrbezirk ist, dann lasst sie die Freude haben und lasst sie das Lied singen, meine Damen und Herren. Wäre die ganze Welt so wie die Franken und die Oberpfälzer, ja, dann gäbe es keine Kriege, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind echt keine friedliche Symbiose. Aber dass es bei uns besser läuft als woanders, ist doch kein Zufall. Das hat mit Stabilität zu tun und man möge es mir verzeihen, auch mit Entscheidungen, die Staatsregierung und Kommunalpolitiker vor Ort treffen. Und es ist halt nun mal so, bei uns sind es nicht die Grünen, bei uns sind es nicht die Roten, sondern bei uns haben die Schwarzen dafür gesorgt, dass wir nach vielen Jahrzehnten so erfolgreich sind. Und das müssen wir auch mal bekennen und sagen, sind wir stolz und dankbar dafür.